Habe ich Ihnen schon einmal erklärt, meine Damen und Herren, was eine Doppelkonferenz ist? Also, um sicher zu gehen. Eine Doppelkonferenz ist ein Dialog zwischen zwei Komikern. Einem Gescheiten und einem Blöden. Wobei am Schluss meist der Blöde der Gescheite und der Gescheite der Blöde ist. Den gescheiten Blöden spielt in unserem Fall natürlich Ernst Waldbrunn. Und den blöden Gescheiten... Karl Farkasch. Servus, Karl. Servus, Ernst. Karl, ich freue mich. Warum? Weil ich wieder mit dir blöd sein darf. Darf ich anfangen? Natürlich. Ich darf anfangen. Was soll ich sagen? Na, etwas Blödes natürlich. Los. Nicht hetz mich. Na, also. Ich muss erst nachdenken. Was Blödes? Hab schon. Heute Vormittag war ich bei einer Schiffstaufe. Was ist da Blödes dran? Warte ein bisschen. Zuerst hat der Kapitän eine Rede gehalten. Und dann? Dann hat die Taufpatin das Schiff mit einer Flasche Tinte getauft. Warum nicht mit deiner Flasche Champagner? Es war ein Schulschiff. Ich freue mich. Also gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Frag mich was. Was soll ich dich fragen? Du sollst mich was Blödes. Gut. Was hast du heuer im Sommer gemacht? Heuer im Sommer habe ich mit meinem Auto eine Reise durch Österreich gemacht. Das ist dein Auto? Naja, ein Kleinwagen. Wie bist du damit zufrieden? Es geht. Zuweilen zwickt er mich noch ein bisschen unter den Armen. Aber sonst... Ja, dich aber. Wie viele Personen können gemütlich in dem Wagen sitzen? Warte mal. Also da kann einmal gemütlich keiner. Gemütlich. Warum hast du dir dann keinen größeren Wagen gekauft? Ich habe ihn ja von meinem Bruder übernommen. Meinem Bruder war ja zu klein, weil mein Bruder, hat ja 10 Kinder. 10 Kinder? Ja. Sein früherer Lehrer hat was von ihm erzählt. So war auch schon in der Schule. Fleißig. Aber unaufmerksam. Ich freue mich. Was hast du für ein Auto, oh du mein Karl? Frag mich nicht. Mein Auto ist kein Auto. Mein Auto ist das Existenzminimum für meinen Mechaniker. Immer ist etwas anderes los. Vielleicht weißt du nicht gut zu chauffieren. Oh, ich chauffiere ja nicht. Meine Frau chauffiert. Deine Frau? Und ist sie, deine Frau, eine gute Chauffeuse? Eine prächtige Chauffeuse. Immer wenn sie losfährt, fahren 3 Schrotthändler hinterher. Ich freue mich. Ich freue mich gar nicht. Meine Frau musste mal parken zuschauen. Zuerst stößt sie an den vorderen Wagen an, dann an den rückwärtigen Wagen. Neulich hat sie ein Polizist gefragt, ob sie nach dem Gehör parkt. Sag, wie chauffierst du? Ich chauffiere erstklassig. Ja? Erstklassig. Ich habe erst einen Unfall gehabt und da hat es keine Verletzten gegeben. Und wenn es welche gegeben hätte, wäre es ja wurscht gewesen, weil ich habe einen Kursus mitgemacht für Erste Hilfe. Was, du hast einen Kurs für Erste Hilfe gemacht? Ja, ich habe meine Kenntnisse auch bereits nutzbringend ausgefruchtet. Im vorigen Winter glatt Eis, vor mir geht ein Mann mit einem Spazierstock. Geht so, wie man geht, ja, rutscht aus, fällt hin, bricht sich ein Bein. Yes. Ja, du kennst mich, sofort hin zu ihm, heb ihn auf, zerbrech ihn. Den Mann? Karl. Den Spazierstock, reiß es in Fetzen. Das Bein? Karl, nicht um. Mein Hemd, schiene ihn und verbinde ihn und führe ihn auf die Klinik. Er, der Chirurg, schaut sich den Mann an, fragt, wer das so fachgemäß gemacht hat. Sag ich, sagt der Chirurg. Bravo, glänzend. Nur leider... Leider? Das falsche Bein. Ich freue mich. Das freut dich nicht. Ja. Erzähl lieber von deinem Autounfall. War nichts Schlimmes. Ich wollte in eine Seitengasse einbiegen. Und? War keine da. Bin ich mit meinem Auto direkt in eine Trafik hineingefahren. In eine Trafik? Ich bin Raucher. Na, geh auf. Knapp vor der Pudel bin ich stehen geblieben. Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll, habe ich von dem Fräulein eine Schachtel Smart verlangt. Na, was hat das Fräulein gesagt? Sie hat sie mir gegeben, die Smart, und hat gesagt, Feuer kriegen Sie hinten, Ihr Benzintank brennt. Ich freue mich. Also jetzt weiß ich, wie du mit deinem Wagen durch Österreich gefahren bist. Durch alle Trafiken durch. Ich bin ja selten gefahren. Aha. Ich habe meinen Urlaub erholsam verbracht. Ich war die längste Zeit auf einer Alm in einem Bauernhof. Das ist schön. Sehr schön. Die Verpflegung war ein bisschen kindisch. Eines Tages sind den Bauersleuten 3 Hühnchen hin worden. Haben wir 4 Tage nur Hühnernis gehabt. Okay. Dann ist ihm wieder eine Gans eingegangen, haben wir eine ganze Woche nur Gänsernis gehabt, dann ist ein kleines Kalberl gestorben, haben wir 2 Wochen nur Kälbernis gehabt und dann ist denen ihre Großmutter krank geworden. Da bin ich weg. Und wohin bist du dann? Kleinen idyllischen Ort, war nur ein Hotel dort, ein Hotel, in dem haben ein paar Amerikaner gewohnt, ich habe privat logiert. Das ist aber furchtbar langweilig. Ne? Nicht. Nein, möchte ich nicht sagen. Schon bei Tag haben wir gebadet. Und am Abend? Am Abend sind wir in das Hotel gegangen und haben den Amerikanern Essen zugehört. Ich freue mich. Dort habe ich Sie ja kennengelernt. Wen Sie? Elke. Elke, was ist das für ein Name? Ein ostfriesischer Name. Sie ist aus St. Pölten. Sie war schön, Karl. Eine prachtvolle Erscheinung. 1,85 Meter groß. Augen wie die Bergseen. So blau. So hoch oben. Und ein Dekolleté. Hatte dieses Mädchen, ich hab's nicht gekannt. Das Dekolleté? Das Mädchen. Eines Sonntags fand im Hotel ein lustiger Abend statt. Das war,
Das war lustig, Karl. Ja. Und dort habe ich zum ersten Mal gesehen. Das Mädchen? Das Dekolleté. Also. Karl, ich will dir deinen Mund nicht wässrig machen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es waren zwei... Genug. Es war genug. Ja, also. Es war genug. Ich habe immer hingeschaut. Sie, eine Hantige war sie, hat zu mir gesagt, haben Sie nichts Besseres zu tun, als immer in mein Dekolleté zu starren? Ich hingegen, ein Causeur bin ich. Hab gesagt, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich momentan nichts Besseres zu tun. Sie jedoch, eine Hantige war sie, hat gesagt, wenn Sie da noch länger hineinstarren, dann werden Sie eine kriegen. Hab ich gefragt, Madame, wer kriegt die andere? Bist ein charmanter Plauderer, muss ich schon sagen. So haben wir uns kennengelernt. Ich habe dann die Elke zum Abendessen eingeladen. Bei einer Flasche Wein hat sie mir gestanden, dass sie mich liebt. Und du weißt ja, im Wein liegt die Wahrheit. Ja, der Schwindel liegt in der Etikette. Na, was war weiter? Wir haben uns aus unserem Leben erzählt. Ich habe erzählt, dass ich ein Lustspiel geschrieben habe, das der nächsten Saison aufgeführt werden wird in der Burg. Gratuliere. In der Burgersdorfer Waldbühne. Ach so. Ich bin schon neugierig auf dein Erstlingswerk. Ist ja nicht Erstlingswerk. Ist ja nicht Erstlingswerk. Ist ja nicht. Mein Erstlingswerk hat man schon vor vielen Jahren einmal in Linz gespielt. Linz? Ich habe einen betrogenen Ehemann gespielt. Meine Partnerin war eine ausgesprochene Sexbombe, sehr spärlich bekleidet. Ich stürze ins Schlafzimmer, erwische sie dort, schreie sie an, Elende, gestehe oder ich werfe dich den Hunden vor. Was war? Sämtliche Herren im Parkett haben angefangen zu bellen. Das ist schrecklich. Na, schrecklich. Wie man sagt, schrecklich. Schrecklich was anderes, Karl. Schrecklich war mein Erlebnis auf dem Rennplatz. Was ist das schon wieder? Ich war einmal auf einem Pferderennen. Ja. Ich bin so am Sattelplatz gestanden, ist mir mein Programm heruntergefallen, ich habe mich danach gebückt, ist von rückwärts ein kurzsichtiger Jockey gekommen, hat mich gesattelt. Du hast dich satteln lassen? Ich habe gebockt, hat er Kakuschkrampen. Was hätte ich machen? Hat mich bestiegen. Geil, dich. Ich habe zweimal keusch gewiehert und... Weg ist er mit mir. Was war? Zweiter bin ich geworden. 6 Minuten Blödsinn reden. Glauben Sie mir, das ist nicht leicht. Doch wenn Sie ein bisschen gelacht haben, dann ist unser Zweck erreicht.